macht das Putzen von den Zähnen das Fasten ungültig? Darf ich überhaupt Kaugummi ohne Geschmack kauen? Wann bin ich genau befreit vom Fasten? Die Fragen kommen uns eigentlich bekannt vor, oder? Die eigentliche Frage ist, was beschäftigt uns jetzt gerade? Mit was vergeuden wir unsere Zeit? Welche künstlich erzeugten Themen rauben uns die Zeit? Liebe Brüder und Schwestern, ohne die echte Bedeutung vom Fasten zu kennen, wird es nicht möglich sein, vom sogenannten Segen zu profitieren. Schauen wir doch deshalb mal kurz an, was man eigentlich unter Fasten verstehen soll. Liebe Brüder, liebe Schwestern und liebe Jugendliche, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah unseren Vortrag segnen und mögen wir in beste Art und Weise davon profitieren. Wie fastet man eigentlich? Wir alle wissen es. Fasten heisst per Definition, eine gewisse Zeit lang nichts essen und nichts trinken. Aus dem Grund wird fälschlicherweise der Ramadan nur auf den Magen beschränkt. Man hat das Gefühl, dass Fasten heisst, dass man keine Nahrung in unseren Magen durchlassen darf, was eigentlich auf einer Art schon stimmen tut. Aber ist halt nur die eine Hälfte von der ganzen Wahrheit. Allah Ta'ala sagt im Koran, La'allakum tattaqun. Sinngemäß heisst das, vielleicht werdet ihr ja gottesfürchtig. Aber wie sollte man Gottesfurcht erreichen, wenn nur der Magen trainiert wird? Aus dem Grund ist der Monat Ramadan eigentlich dafür da, um unseren Körper von Sünden zu entgiften. Sehr wichtig, mit dem Fasten erziehen wir unseren Nefs. Denn so wie wir mit unserem Magen fasten, müssen wir auch mit unseren Augen, unseren Zunge, unseren Ohren und unseren Gedanken fasten. Keine üble Nachricht durchführen, nichts Verbotenes anschauen, nichts Schlechtes denken und seine Zeit nicht vergeuden. Abu Huraira radiallahu anh hat berichtet, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Folgendes gesagt hat: Wer nicht aufhört zu lügen und Arbeit durch Lüge zu leisten, dem wird Gott keinen Wert darauf geben, dass er weder gegessen noch getrunken hat. Aus dem Grund muss es ein Ramadan sein, wo uns verändert tut. Von der letzten Ramadan kennen wir doch, dass am Ende der Veränderung keine Spur mehr da ist. All die Khushu und die Ibadah sind weg. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, was für ein Ramadan du jetzt leben tust, der Ramadan wirst du am Ende auch erhalten. Was muss ich anders machen, damit mich der Ramadan auch verändern tut? Versuche, einen Ramadan auszuleben, so wie es der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausgelebt hat. Wie seine Sahaben es ausgelebt haben. Und der allererste Schritt auf dem Weg ist, eine aufrichtige Reue muss man zeigen. Keine heisse Versprechungen, wo nur in der Enge die Bitte und Wünsche geäussert werden und wenn es einem besser geht, wird der Schöpfer vergessen. Sondern mehr als eine Gelegenheit anschauen, um einen Rückkehr zu Allah zu starten. Unsere Bücher sind voll von Sünden, liebe Brüder und Schwestern. Aber damit Aufrichtigkeit entstehen kann, braucht es zuerst aber eine Erkenntnis. Weil wenn der Ramadan uns nicht verändern tut, ist das ein grosses Zeichen dafür, dass man vom Segen nicht richtig hat profitieren können. Denn wir müssen uns wahrlich davor hüten, dass wir am Ende des Tages nicht mit leeren Händen dastehen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt so viele Fastende, die von ihrem Fasten nichts anderes haben als Hunger und Durst. Und es gibt so viele Betende, die von ihrem Gebet nichts anderes haben als Schlaflosigkeit und Anstrengung. Kommen wir zu den meistgemachten Fehlern. Wenn wir uns vor diesen Fehlern nicht hüten tun, kann man vom Segen vom Fasten auf dieser Welt nicht profitieren und im Jenseits wird es uns auch nicht retten können. Der erste Punkt ist Fasten ohne Gebet. Also wenn man fastet, aber tagsüber kein Gebet verrichtet, das steht in völligem Widerspruch. Das Fasten wird an einigen Stellen im Koran erwähnt. Das Gebet jedoch wird aber an hunderte Stellen erwähnt. Natürlich muss das Gebot für uns nicht mehrmals erwähnt werden. Einmal hören langt für uns. Semirna wa ata'na. Aber das Gebet ist die Säule vom Islam. Ohne Gebet wird vieles mangelhaft und unvollständig sein. Aber trotzdem sehen wir hunderte von Muslimen, die hunderte von Ausreden bringen.
habe Knieschmerzen, habe keine Zeit, muss hart arbeiten oder auch mein Account ist gesperrt. Die Ausredeliste ist lang, meine lieben Brüder und Schwestern. Wenn du wahrhaftig das Wohlgefallen Allahs erlangen möchtest, dann muss das Gebet auf jeden Fall dabei sein. In diesem Kontext beobachten wir leider öfters folgende zwei Situationen. Das erste ist zum Beispiel, stehen wir für den Sahur auf, essen etwas und gehen wieder ins Bett, ohne das Morgengebet zu verrichten. Oder wir verrichten die Tarawih-Gebet, aber die 5-Tages-Gebet tun wir vernachlässigen. Wobei das Urteil von Tarawih ist Sunna, das Urteil von der 5-Tages-Gebet ist Farz, Pflicht. Nicht, dass ihr mich falsch versteht und diejenigen mit diesen Taten aufhören solltet. Nein, auf keinen Fall. Aber man muss zuerst das Problem identifizieren, damit wir eine Lösung dafür finden können. Der zweite Fehler ist, sich mit den Verbotenen, also Haram-Sachen, weiterhin zu beschäftigen. Alles, was der Akhlaq schadet tut, ist verboten. Wie Lästern, üble Nachrede, Lügen usw. Oder sich an Orten aufhalten, wo gegen Allah aufgelehnt wird und seine Gebote und Verbote nicht beachtet wird. Diesbezüglich gibt es noch die Halbtagsmuslime. Das sind diejenigen, die nur tagsüber wirklich fasten tun, sich von Verbotenen fernhalten, aber nach dem Iftar wieder in die Sünde zurückfallen. Weil wenn du die ganze Zeit mit deinem ganzen Körper fastest, wird es inshallah gewährleistet, dass du nach dem Monat ein aufrichtiger Muslim wirst und nicht den Titel Ramadan-Muslim erhalten tust. Der dritte Fehler ist, die Zeit vergüden lassen. Vor allem die Nacht eignet sich sehr gut im Ramadan, bis zum Sahur wach zu bleiben. So passiert es schnell, dass wir die Nacht mit stundenlangen Netflix-Sessions verbringen und in Serienwahn geraten. Aber genau die segensreiche Ramadan-Nacht sind eigentlich dafür da, dass wir sie mit unserer Dienerschaft wiederbeleben und mit Gottesdienst verbringen. Ein weiterer Punkt, wie man seine Zeit verschwendet tut, ist, sein Fasten dem Schlaf halten lassen. Als ein Moslem muss man auf seinen Schlaf achten natürlich. Es ist nicht der Sinn und Zweck vom Ramadan, wie am Anfang auch gesagt, sich nur vor der Nahrung fernzuhalten. Das ist gegen die Hikma-Weisheit vom Fasten. Diesbezüglich soll das Folgende unsere Richtlinie sein. Diejenigen, die ihre Fasten dem Schlaf halten lassen, so werden sie den Paradies auch nur in ihren Träumen sehen. Und genau an dieser Stelle möchte ich 6 Ratschläge, die mir am Herzen liegen, mitgeben, damit man den Monat Ramadan noch besser gestalten kann. Der erste Punkt ist, führe eine gewisse Befragung durch. Wie verläuft deine bisherige Reise? Eine Woche ist schon um. Hast du die Zeit richtig verwerten? Wenn nicht, erkenne die Probleme und Schwierigkeiten und tun sie behandeln. Führst ein Leben, womit du das Wohlgefallen von Allah gewinnen kannst? All diese wichtigen Fragen musst du dir selber stellen. Zweiter Ratschlag ist, halte die Farzgebote, also die Pflichtgebote ein. Zum Beispiel tagsüber fasten natürlich, 5-mal am Tag das Gebet verrichten, sehr wichtig, Zekat-Abgabe berechnen und spenden, den Eltern gegenüber gütig sein und diverse andere Gebote auch einhalten natürlich. Sehr wichtig, wie vorher auch erwähnt, dass Fasten ohne Gebet nicht viel bringen tut. Dritter Punkt. Tun deine Beziehung zum Koran stärken. Wie im letzten Video auch erwähnt, ist der Ramadan ein Monat vom Koran. Der Koran ist für uns herabgesandt worden, für die ganze Menschheit, für alle Einzelnen von uns. Denn der Koran ist eine Rechtleitung für alle Menschen, die nach der Wahrheit suchen. Jemand, in dessen Herzen nichts vom Koran ist, ist wie ein heruntergekommenes Haus, sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deshalb müssen wir den Koran ins Zentrum von unserem Leben stellen und uns damit befassen. Muss ein fester Bestandteil von unserem Leben sein. Der vierte Punkt ist, vermehre die Nafila-Gebete. Versuch, dich öfters in der Gemeinschaft aufzuhalten. Die unzähligen Vorteile von der Gemeinschaftsgebet muss man natürlich nicht nochmal erwähnen.
So wie zum Beispiel Tarawih-Gebet verrichten oder auch vermehre deine normale Tagesgebet in der Gemeinschaft. Damit du qualitativ hochwertige Gebet hast, wo du Allah anbieten kannst. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass Allah, der Erhabene, gesagt hat, und mein Diener nähert sich mir durch freiwillige Handlungen, bis ich ihn liebe. Und der 5. Punkt ist, versöhne dich mit denen, wo du Streit gehabt hast. Streitende Muslime zu versöhnen, ist laut Koran und Sunna eine der wichtigsten und am meisten belohnten Verhaltensweisen von einem Muslim. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt diesbezüglich, kein Muslim darf sich mit seinem Bruder mehr als 3 Tage in Streit befinden, sodass sich beide treffen und der eine sich vom anderen abwendet. Der beste der beiden ist dann, wer mit der friedlichen Versöhnung beginnt. Und der letzte Ratschlag, sei großzügig. Großzügigkeit hat mit dem Glauben zu tun. Sie ist die Eigenschaft und Ergabe nehmen Allahs, womit wir unsere Dankbarkeit, also Schukr, zeigen und sie gemäß seinem Willen einsetzen können. Aus dem Grund, tu ein Spenden, hilf den Bedürftigen, find einen Weg, wo du den Bedürftigen Freude kannst zubereiten. Wenn wir, liebe Brüder und Schwestern, uns vor diesen Fehlern fernhalten und die Ratschläge an die Herzen nehmen, werden wir inshallah zu denen gehören, wo im Jenseits ins Paradies durch das Tor Ar-Rayyan eintreten werden. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, das Paradies hat 8 Tore, zu denen ein Tor gehört, das Ar-Rayyan heißt, und durch das keine anderen eintreten werden, außer die Fastenden. Möge Allah es uns ermöglichen, dass wir den Monat wirklich dafür nutzen, dass wir nicht nur mit dem Magen fasten, sondern dass wir mit unserem ganzen Körper und unseren Gedanken fasten. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.